Moin Sam, da ist er wieder. Joho. Ja. Rund ist geworden. Da, nee, NSA. Ja, ist klar, ne? Ich habe mir gedacht, jetzt muss er das Ding endlich mal irgendwas oben drauf machen. Der ist ja einfach da für nichts. Der ist ja uralt. Da unten sind ja einfach nur zwei, glaube ich, Zementproduktionsdinger drin, die für das Lager Zement produzieren. Das war's. Mehr ist da nicht drin. Und das Ding ist ja schon garantiert 3 Jahre alt oder sogar vier vielleicht. Ja, und den Kügelchen drauf gemacht. Ne? Das ist die NSA-Abhörzentrale. Bisschen Werbung, bisschen Beleuchtung. Das Video, wie ich die Kugel gebaut habe, das ist leider im Eimer, weil die mehrere Jahre alte SSD, wo die Aufzeichnung drauf aufgezeichnet wurde, während der Aufzeichnung, hat dann gesagt, ich gehe jetzt mal in die ewigen Jagdgründe. Und da war es hin. Und nochmal das Ding bauen, hatte ich mal gar keinen Bock drauf. Nee, aber hier, wisst ihr, wir sind jetzt hier, jetzt sind wir auf jeden Fall ganz offiziell, wenn wir jetzt überwacht. Da. Also, fix it NSA, ne? Also die überwachen uns hier, wisst ihr Bescheid. Halt mal Langeweile. So, dann, das sind ja immer so Sachen, ich baue ja gerade, jetzt ist einfach irgendwie das Warten auf Update 8, wobei da eigentlich nicht viel drin ist, ne? Gehe ich mal von aus. Es gibt hier einige Sachen, die das muss ich weitermachen. Es waren hier einige Sachen hier dann endlich mal weitergemacht. Auch die uralten Gebäude, zum Beispiel dieses. Warte mal, ich muss jetzt mal hier Orientierung. Das Gebäude ist eines der allerersten. Das Grüne, das steht da aus Nostalgie-Dinger da. Und da gab es ja noch nicht viele Sachen, die man bauen könnte. Da gab es die Wände und das war's dann auch. Ne? Und sowas, die ist ja schon seit Ewigkeiten tot. Die hier. Das muss auch mal abgeändert werden hier und dann werden wir mal weiter gucken, was dann Update 8 bringt, damit dann irgendwann mal der Turm da hinten angefangen werden kann. Und das Ding muss sowieso endlich mal hier fertig gebaut werden. Ist noch lange nicht fertig, ne? Noch lange nicht fertig. Das ist wieder, in jeder Folge tue ich jetzt irgendwie Nüsse in die Hand nehmen. Weiß auch nicht warum. So, und dann habe ich hier mal ein bisschen rumgelangweilt. Und jetzt gehen wir da mal hier vor Ort. Gehen wir da mal hin. Hier springen. Springen sie jetzt auch, das ist ja auch alt und was ich dann die ganze Zeit machen wollte, ich habe mich dann für was anderes entschieden. Wegen dieser Brücke hier, können wir mal hier lang gehen, komm. Ist ja auch schon alt. So, da hinten seht ihr das schon, rechts. Gehen wir mal unten durch. Jetzt werde ich bestimmt gleich überfahren, weil so. Nö. Habe ich hier rum experimentiert. Hier rechts. Und zwar, ach Gott, hier diese Bäume, die waren ja auch schon mal weg. Waren die schon mal weg? Weiß ich gar nicht. Aber wenn Update 8 kommt, ist ja hier das Grüne, alles Weggesprengte wieder da. Das ist ja immer so, weil sie auch Weltänderungen machen. So. Das ist einfach hier nur, damit ich laufen kann und zum Peilen. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Fluppi. Das Ding kommt weg. Habe ich mich entschieden. Und zwar fahren die Züge. Der Abstand hier, der ist hier kürzer, weil aus folgendem Grund, ich wollte nicht den Bogen hier weitermachen, so dass ich dann da im Falle eines Falles nichts mehr abschöpfen kann. Das ist ja hier so eine Quelle. Ne? Hätte auch da lang gehen können und dann hier hoch. Ne, ich habe das halt jetzt so gemacht. Ne? Ja, und dann fahren die, fliegen die in einer Spirale hier hoch. Die Züge oder runter. Noch sind sie nicht so lang. Die schaffen es also definitiv mit einer Lok. Also sollten sie. Die habe ich getestet. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher. Und das werde ich dann merken. Ob die mit einem Waggon. Ich mach den mal weg. Und machen wieder hin. Aneinander vorbeikommen. Also mit Waggons hinten dran. Sollte eigentlich gehen. Wenn da kein Dings dazwischen Abstand ist. Ja. Wie ich das jetzt gemacht habe, ganz normal, das ist ja hier ganz simpel, ist der Kram ja hier, ich mach mal hier, ich fliege mal hier. Das ist die typische Dreier-Abstandsding, damit die Kurve einigermaßen geht, also drei nach da, drei nach da. In das hier, drei nach da, das ist vier nach da und vier nach da. Und dann ist das eine Einser-Schräge hier drin. Die anderen sind zu viel, ne, so. Wie man dann das Ding hier anständig schön macht, das ist jetzt erstmal so, damit ich hier die Schienen hochkriege, habe ich eigentlich Schienen noch dabei. Und ich guck mal gerade, was mir das hier habe ich anders da gemacht, weil ich hier was gemessen habe, wisst ihr? Also ich habe hier rumgemessen, mir dann so Markierungen hingemacht. Wie ich das Ding jetzt da hochziehe, ist jetzt eigentlich uninteressant, deswegen gucken wir mal hier.
wie wir das da dran friemeln. Ich will eigentlich hier, dass die hier rinfahren. Zeig mal her. Und dann irgendwie, aber hier haben wir wahrscheinlich nicht genug Platz, ne? Da müsste das. Warte mal, kriegen wir hier so eine ein Einser-Fundament? Gib mir mal das bitte. Da machen wir da eins hin. Da ist aber eine Viererhöhe passt nicht für die Züge, das weiß ich. Das ist schlecht. Wie machen wir das am blödesten? Ich will eigentlich. Das wäre hier in der Mitte. Wenn wir hier hochgehen und machen hier mal den hoch und machen das andere nochmal zu. So, klatsch das mal da unten hin. Huch, was ist das denn? Wie habe ich denn das jetzt hier fabriziert? Ja. So. Und dann müssen wir hier irgendwie hochkommen. Lass mich mal gucken. Wenn wir jetzt hier ein Fundament machen, wir brauchen das Doppelte. Ist das Doppelte die Viererrampe? Oder sollten wir. Ja, die passt eigentlich besser, ne? Warte mal. Wenn wir das so machen, ich will mal gerade gucken, wenn wir das jetzt so machen, so zack, zack, zack. So. Wenn wir jetzt mit dem hier irgendwie. Okay. Der muss, damit es hier nach was aussieht, ich glaube halb-halb muss der sein. Den kann man da nochmal wegmachen. Und da. Und dann gehen wir hier mit dem runter. Halb. Und der hat ja schon eine Höhe hier. Was? Okay. Okay, dann halt so. So. Da musst du auch noch weg. So. Sieht das nach was aus? Ich weiß noch nicht. Lass uns den mal hier gerade hinfriemeln. Halb. So. Und halb. Und so. Das gefällt mir nicht. Wir könnten aber. Warte mal, wenn ich jetzt den. Ich ziehe den mal hier hin. Ich brauche mal hier eine. Geh weg, Mensch, der nervt mich hier. Ich brauche mal hier das Raster von dem Teil. So. Blub, blub, blub. Und dann gehen wir mit dem. Na da. So. Jetzt frieren wir. Shit. Den kannst du auch nicht. Warte mal, dann machen wir doch den. Warte mal, machen wir den so. So. Dann brauchst du den Einser. Und so. Und jetzt will ich mal was ausprobieren. Ne, ist zu hoch. Ist zu hoch. Und wenn ich den, ich habe den hier nicht mehr als Blueprint. Lass den nochmal weg hier. Zeig mal nochmal den. Und. Ja, da kommen wir hier. Was ist denn, wenn wir den. So. So, lass mal gerade gucken. Noch mal da einen hoch. Ne, wir machen da nicht zwei hoch, wir machen dort einen hoch. So. So, ich will erstmal nur die Höhe haben, das ist der einzige Grund. Weg. Und jetzt müssten wir hier den dahin machen und den dann theoretisch dahin. Lass mal gucken. Bringen wir jetzt den dahin. Gibst du mir den Einser? Geh einfach mal da drüben hin. So.
Okay, so. 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 Shit. Was ist das denn hier? Okay, der hat etwas verfriemelt. Warte mal. Der muss erstmal hier. Keine. Ah, okay, alles klar. Dann müssen wir das so machen. Da zwingen wir den, dass die Schiene da dran geht. Warte. So. So, zack. Zack. Weg. Zack. Huch. Flupp. So. Das Ding ist ein Stück zu hoch, ne? Kann es sein? Aber lass noch mal gucken. Kriegen wir den eigentlich hier auch hin? Wir brauchen hier erstmal ein Stück Schiene. Mitte. So, dass wir den da dran ziehen können. So. So. Weg. Halt. Dann müssen wir gucken, wie das aussieht. So und so und so. Das natürlich hier weg, ist klar, ne? Hier weg. Und dann schauen wir uns das mal an. Du musst auch weg, du musst auch weg. Gott, wie viel von den Dingen habe ich da hingesetzt? So. Und so und du musst dahin. Und du musst weg. Oder? Habe ich die da dran? Ah, die habe ich da auch da dran. Okay, dann kommst du wieder dran. So, und du kommst weg, oder? Nee. kommst dran. Ach, da muss die Leiter dran, alles klar. So, dann kann man die auch gleich mal rot machen. Customizer, rot. Dann machen wir, ich habe das mit rot-gelb gemacht, ist aber jetzt eigentlich wurscht. So. Soweit so. Okay, wir könnten jetzt friemeln wir den da dran. Was hier eigentlich funktionieren müsste. Warum sind die eigentlich kein Bettung hier? Danke. Das war mir klar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Warte mal, den kriegen wir hier aber ein Stück enger. Niemals funktioniert das. War mir klar. Ich glaube, das geht irgendwie mit den... Warte mal. Irgendwie so müsste das gehen. Glaube ich zumindest. Ja, sag ich doch. Dann geht das. Dann wird nämlich ein Schuh da draus. So, und dann gehen wir mit dem hier rum. Wo ist denn das Ding? Okay, wie sieht denn das aus, wenn ich den einfach da dran friemel? Dann will er nicht, weil... Huch, okay. Und dann machen wir hier dasselbe in grün. Da müssen wir aufpassen jetzt. So und so. Und das kann nämlich dann, kann das hier zu eng werden? Nee, ich glaube nicht. Dann müssen wir das hier schön machen. Und wenn wir den halt zumachen irgendwie, ne? Kann man hier ja höher machen. Und dann muss der Zug da oben rum. Und der muss dann hier irgendwie dran. Ich ziehe erst mal gerade, ich kommt jetzt ein Cut, die Bahnlinie nach oben. Sekunde. So, schon bin ich oben angekommen. Das hält ganz schön auf, hier ständig im Kreis zu rennen. Ganz ehrlich. so, da. Drehwurm, Bandwurm, wie auch immer. Hier. Und das muss man dann irgendwie immer schön machen. Man kann natürlich das Ding dann rausnehmen und gucken, was man damit macht in der Mitte. Ich habe jetzt erst, wir machen das mal hier zur Orientierung. Mach den mal dahin. So. Jetzt haben wir hier zwei unterschiedliche Grids. Das seht ihr ja hier, ne? Das ist ja hier schon Gefriemel. Ich habe das Grid da unten, das hier, deswegen ist ja das da, das ist das Grid. Ist nicht das Grid. Weil du hast ja da keine richtige Verbindung, ne? So. Das heißt, wir gehen dann auch von dem irgendwie hier rüber. Das ist natürlich... Warte mal, dann hat es jetzt aber die Höhe. Dann dürfte das aber eigentlich kein Einser, keine Schräge sein, oder? Wie sieht denn... Weil
ich bin ja jetzt schon auf dieser Höhe von dem Ding. So, und irgendwie muss ich das ja auch hier. Guck mal, der macht hier, genau. Wenn ich das aber jetzt hier gerade mache, das, dann wobbelt das Ding rum. Ist das richtig? Ja. Und irgendwie brauchen wir hier auch Halterung. Deswegen ist zum Beispiel das Ding da und hier im Felsen verankert. Wie viele von den Dingen habe ich noch in der Dash? 968. Okay. Wir haben zwei Schienen. Einmal das. Macht das hier schon mal ein Stück weg. Noch müssen ja die Züge fahren. Weg. So. Die kommen hier an. Friemeln den hier auch mal weg, damit man das mal sieht. So. Freie Sicht für freie Bürger. So. Der kommt jetzt also hier an. Also der kommt hier an. Wir machen mal hier Folgendes. Wir ziehen das einfach mal hier geradeaus. So. Und der? Ach so, der muss ja auch darüber, genau. Weil die kommen jetzt dann über die Spirale zurück. Wo ist denn hier die? Da, ne? Ja, wahrscheinlich. So, ich ziehe das mal hier rüber. Irgendwie. Shit. Wie machen wir das am blödesten? Nicht da dran snappen. Nein, nicht, dass es jetzt hier ein Problem gibt. Die können nämlich nicht außen rumfahren, weil das eine ist ja eine Einbahnstraße, wenn ich die jetzt hier kappe. So, die fahren. Das ist aber verdammt nah zusammen. Kann natürlich auch täuschen, aber egal. Wir sind jetzt hier und müssen irgendwie das Zeug. Ich ziehe es mal gerade hier ein Stück darüber. Einfach nur mal, um zu gucken. So. Wir müssen jetzt hier irgendwie was bauen, was irgendwie dann aussieht, gut aussieht und da hinten dran kommt. Wenn ich das so mache, das wäre hier, das wäre dann. Wie fahren die eigentlich? Der kommt hier, der geht runter, der geht hoch. Der geht runter. Das ist der. Lass mich mal den da dran friemeln. Einfach nur erstmal dran friemeln. So. Jetzt ziehen wir den hier auch mal rüber. Einfach erstmal hier rüber ziehen. Ist ja erstmal wurscht. So, damit wir den hier haben. Zack. Verdammt nah zusammen. Das funktioniert so nicht. Da kann ich euch schon sagen. Gehen noch enger zusammen, kann das sein? Okay. So geht es nicht. Die müssten wir dann da mal anhalten. Weißt du was? Wer fährt denn eigentlich hier dran? Ist mir jetzt eigentlich mal wurscht. Du fährst jetzt, dann stauen die sich da hinten. Ist mir jetzt eigentlich egal. So, zack, weg. Weg. Da macht auch wieder so ein Gewoppel. Seht ihr das? Das kommt ja ab und zu mal vor. Zack. Wir brauchen hier, ja, hier ist das Problem, der geht eigentlich nicht richtig rum. Der darf so nicht, ja, stauen sich gleich und dann haben wir hier gleich irgendwie was. So müsste das, warte mal, mach mal H, dann könnte das Interface ausblenden. Der müsste da sein, rein theoretisch. Und dann, zeig mal her. Ja, Mist, wo hängt der? Da ist der. Der muss dann ganz theoretisch eins weiter und dann hier rum. Sieht irgendwie semi-gut aus. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Kriegst du das halt auf dieser Schräge? Ist das richtig beschissen, ne? Ganz ehrlich. Du hast ja hier. Geh mal dahin. So. Und du? Geh mal dahin. Die snappen halt so komisch, ne? Und dann sind die nämlich hier zu dicht. Shit. Wie mocken wir das? Da staunen sie sich schon, weil, ja, weil jetzt hier kein Wegsignal. Das ist mir jetzt egal.
Eigentlich müssten wir es eins breiter machen. Kann das sein? Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Wie ist das eigentlich hier gemacht, bitte? Wie auch immer ich das geschafft habe. Gehen wir mal, wie snappt denn der eigentlich hier dran? Komplett beschissen. Warte mal. Wie habe ich das gemacht? Gib mir mal hier so eine Eckrampe. So. Der muss jetzt hier. Eckrampe. Warte mal. Aufwärts, abwärts. Das ganze Ding ist wirklich Mist. Weg. So. Aber wir machen erstmal hier, damit die Züge nochmal fahren. Oh Gott, jetzt haben wir, kommen wir da noch. Ja, kommen wir noch dran. Lass die nochmal fahren. Können wir. Ja, ein Glück. Und dann geht das Signal auch wieder. Guck. Und dann fahren die auch gleich wieder. Ah, kommt auch noch ein Autosave. Gut. Also, das will ich jetzt. Friere ich jetzt hier anders hin. Das wird länger, das dauert länger, dauert das Video sonst wieder zu lang. Und dann gucken wir mal. Kommt nämlich gerade der Autosave. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr seht ja, was wir hier machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.